Da sind wir jetzt bei Whale. Und da sind wir bei, wie heißt die? Advanced Larva. Nö, wir gehen mal zu Whale. Whale. Push a whale off the level to free it. Okay. Okay, Wale kann ich also nicht direkt verschieben, sondern ich muss sie mit ihren Balken verschieben. Das macht den Spaß natürlich interessanter, muss ich sagen. So. 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 Kann ich dich hier wieder hoch? Ah, verdammt. Okay, Neustart. So, schiebe ich dich hier zurück. Schiebe ich dich hier wieder runter und hier wieder runter. Dann kann ich dich hier rüber, runter, rüber, rüber. Runter. Also an und für sich ist es hübsch, weil es sehr schön mit Bedienkonzepten oder Bedienelementen experimentiert. Das finde ich eigentlich gar nicht so blöd, muss ich sagen. So, hier können wir da dich hochschieben. Zack, 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 zack. Zack, da muss ich jetzt erstmal hier vorbei. Kannst du hier hin? Kann ich dich wieder runterholen? Kann ich dich hochholen? So, dann kann ich dich da einspannen. Und dann wieder rausziehen. Genau, dann muss ich da rein. Dann kann ich nämlich hier hochgehen und dich hier runterziehen. So, dann kann ich dich darüber schubseln und dann kannst du da raus. Ja, wunderbar. Na komm schon. Bitteschön. Also, wie gesagt, an und für sich ein interessantes Konzept für dieses Spiel. So, wir schieben ihn da rein. Rein. Dann schieben wir dich da runter. Bam, bam. Bam. Ja, und das war jetzt zu viel. Okay. Das heißt, wir machen hier nochmal Z. Ja, so müsste ich das machen. Dann muss ich das so machen. Und so. Genau. So, dann kann ich dich jetzt nämlich einen runterschieben und dann kann ich dich hier von der Plattform stoßen. Gut. Wie komme ich da hin? So, und da kommen wir hin. Okay. Ich würde ganz gerne mit dem vorderen anfangen. Muss halt aufpassen. Ui, nee. Neustart. Ich fange mal mit dem an. Dann schiebe ich ihn einen hoch. Schiebe ich ihn nach da drüben.
Okay, dann würde ich. Ihn eigentlich mal hier hinschieben. Ah, verdammt, ja, da war ja was. Okay, Moment mal. Also ich will eigentlich den hinteren erstmal gefangen nehmen und mich um den vorderen kümmern, aber ich kann als erstes nur den vorderen gefangen nehmen. Es sei denn, ich mache das folgendermaßen. So, aber das bringt mir auch nichts, weil ich jetzt spätestens, wenn ich jetzt nach oben gehe. Aber ich kann dich hier raustreiben. Dann geht's aber hoch. Dann kann ich dich nach unten schieben. Ja, ich muss das so machen. Dann gehe ich. Ui. Ui. Okay, also ich kann dann mit dir darüber. Mit dir kann ich einen runter. Kann ich mit dir dahin und dahin. Dann würde ich mit dir dahin gehen und mit dir da rein. Das ist dann ja egal. So. Dann kann ich dich schon mal wegbringen. Genau. Dann kann ich mit dir zurückgehen. Ja, genau. Und dann kann ich dich da an der Wand blocken. Dann kann ich nämlich hier ein hoch. Ach, shit, nee. Aber das ist noch nicht der Beinbruch. Ich kann dich jetzt nämlich darüber bringen und dich da blocken. Dann kann ich mit dir da runter und dann kann ich dich da wieder hochziehen. Genau, und dann kann ich mit dir darüber und dann kann ich dich rausschieben. Wunderbar und auf Wiedersehen. Schön, war ein bisschen kompliziert gemacht jetzt von mir, aber schön, haben wir hinbekommen. Nehmen wir dich. Okay, wir haben wieder zwei Wale. Du darfst da sein. Dann muss ich dich auch noch mitnehmen. So. Genau. Dann dürft ihr beide gleichzeitig nach oben. So, und du darfst dann als Erster raus. Kann ich mit dir wieder runtergehen? Kannst du darüber gehen und dann darfst du auch raus. Ich hätte es wahrscheinlich auch gleichzeitig machen können mit dem Rübergeschubsel, aber ganz ehrlich, viel zu viel Aufwand. So war das schon einfacher. So, da gibt es noch eine Karte. So, wo bin ich denn eigentlich? Ach, ich bin in der Mitte. Das wird offenbar spannend. Okay, ich würde gern hier hoch, darüber. Dann ziehe ich die beiden nach da unten. Bei dem ist es egal. Bei dem ist es auch egal. Das heißt, ich kann jetzt das sagen. Tschüss. So, den ersten haben wir gerettet.
So, dann würde ich ganz gerne dich mal einen hochschieben und dich einen hochschieben. Ui. Na, das wird aber noch spannend. Okay, dann würde ich ganz gerne zurückmachen. Dich einen hochschieben und dich einen hochschieben. Das heißt, ich schiebe euch weiter hoch. Euch beide. Dich kann ich zurückschieben. Noch ein Stück kann ich dich zurückschieben. Kann ich den blocken? Den beiden kann ich noch ein Stück dahin schieben und dann kann ich dich da hoch. So, dann kann ich euch wieder blocken. Und dich kann ich da hochschieben. Und du bist dann auf jeden Fall aus dem Spiel raus. So. Was muss ich denn da jetzt machen? Wie mache ich? Ach, warte mal. Nee. Oder doch? Ich gehe jetzt erstmal mit euch beiden hier runter. Da wieder rein. Dann schiebe ich den weiter. Der kann hier rein. Und der kann dann da raus. Das ist ja nicht das Problem. So, und den letzten, den kriegen wir dann ja auch noch hin. So, dann schiebe ich dich da an die Wand, natürlich. Schieb dich wieder hoch. Schieb dich dahin. Schieb dich dahin. Dann schiebe ich dich da gegen die Wand. Schiebe ich dich wieder zurück. Dann schiebe ich dich da runter, bis du an der Wand bist. Dann schiebe ich dich da wieder hoch. Dann schiebe ich dich darüber. Schiebe ich dich wieder hoch. Schiebe ich dich da runter. Und dann muss ich dich bloß noch rausfluffeln lassen. Auch nicht schlecht. So, diese Karte. Wo sind wir denn jetzt hier? So. Okay, das wird ein bisschen spannender. Die waren geblockt. Dann muss ich den da runter machen. Kann ich den da hoch machen? Ah, verdammt. So. Muss ich den darunter machen? Der ist geblockt. Der kann raus. Okay. Dann würde ich den ganz gerne da rausholen. Aber bevor ich das mache, muss ich ihn hier retten. Genau, wunderbar. Kann ich gleich zwei rausschmeißen. Den kann ich auch gleich mitnehmen. Okay, gut, und das habe ich dann auch. Wunderbar. Super, und die Welt haben wir auch schon abgeschlossen. Da müsste jetzt Advanced Wales geben.